Herzlich willkommen zu einer weiteren Fahrkarte auf Grüßen Marsch. Wir haben aktuell, sammeln aktuell Ballen ein auf 18, glaube ich. So, und das wollen wir mal abladen. Und dann mal schauen, was der Anne sagt. Das ist, glaube ich, die Seemaschine. Jo, ist. Sieht aber komisch aus. Gut nacharbeiten, die Reste, die Ränder. Und dann sind fertig. Junge, mach da den Motor aus. Ah, Kurs löschen. So. Gleich mal die Ränder machen hier. Hier wurde ein Raps ausgesät auf Feld Nummer 12, wird aktuell gepflügt. Zwar haben wir ganz komischen Verhalten mit schnell, mal langsam. Ja. Den Grund weiß ich jetzt noch nicht. Aber dann vielleicht finden wir den noch raus. So, in der Mitte noch ein bisschen und nach vorne die anderen beiden Ecken noch. Dann mache ich da die eine Ecke auch noch ein bisschen genauer. Mal sehen. Ja, ja, fahren wir da mal ran. Es wird dunkel, es wird Nacht. Dann bin ich ja gespannt, ob morgen früh um 4 oder um 3 Wachstum durchgehen sollte. Nach 11 Stunden ungefähr mit der Wachstum. So, ein bisschen mehr Licht. Mehr Licht ist nicht. So, einen Generator aufstellen mit einem schönen Suchscheinwerfer von der Marine. Jetzt haben wir noch 37. So kaputt. Mach ich nicht. Ja, das ist ja für alle einen schönen Samstag. Haben wir beinahe vergessen. Aber nimmt mir keine übel. Das ab und zu mal nicht sage. Sollen wir mal anders machen, mal hochklappen. Und dann um die Ecke rückwärts ranfahren und dann Unkraut. Noch nichts wächst und Kopf wächst immer. Ja. Würde ich mal ausmachen. Weg kurz in die Ecke. Dann wir gleich wieder Unkraut weggeht, ne? Durch das entsprechend, was vorher gekroppert wird. Eine Direktsaatmaschine. So. Und anschalten, man will wie nichts. Und so oft übersehen. Da muss man nochmal nacharbeiten. Muss ja nicht sein. Ja, das ist nachts. Nachts ist nicht schön, aber nichts zu ändern.
Die Ausfahrt ist ja fast fertig. Von daher können wir nachher, sobald es noch dunkler wird, auf erstmal 15 gehen, dann auf 30. Ich wollte noch eine Ecke rein. So, wir sind weit gefahren. So, zusammenklappen, fertig. Können wir auf 15 gehen. Ja, das ist egal, die ein paar Dinge. C. Großer Übergang. So eine Laterne anschaffen hier. Lohnzahlung, also ist der Flug. Habe ich den Fendt-Übung getankt? Ich glaube nicht. Nicht vorgetankt. Ja. Dann kommt bald die Meldung. Ja, das. Irgendwas hat mir da ins Ohr geflüstert. Ja. Oh, hell. Den lassen wir hier mal stehen, wenn wir dann um den Fett kümmern. Haben wir eigentlich diesen Servicewagen? Nein, ne? Aus Tankstelle. Er macht ja ein böse, wenn er gerade ist, ne? Dann bald noch einen Fahrer mehr machen müssen. Sobald er auf die Spur ist, dann können wir ihm gleich kurz mal entlassen und dann gleich mal volltanken. Das fährt er mit 19 km/h. Alles gut. So, ein bisschen zurück wieder. Und tanken. Oh oh. Der Blindflug. Tankstelle ist nicht Tankstelle, da ist rechts. Ja. Dann können wir gleich morgen noch ein bisschen aussehen. Weizen wenn wir nehmen oder eine Hafe wollen. Hafe, Hafe. So, da die Tankstelle.
Hoffen wir den noch auf. Fach. Oh ja, das wird teuer. Sehr teuer. 607. Das nenne ich mal eine Hausnummer. Da kann ich das ganze Jahr mit Auto zur Arbeit fahren. So, wieder zurück. Ein paar Kerzen stehen lassen soll beim Flug. Mal aufpassen. Düster hier, düster, düster. Kein Vollmond immer. Ah, da ist er. Da ist unser Arbeitsbereich. Denke ich mal. Nicht so. Verfehlt. Mach mal aus. Macht die Sache auch nicht heller. Da ist er. Naja. So. Machen wir jetzt noch 10 km/h. Jo. Ich habe noch nicht gearbeitet. Ja, das hätten wir ersparen können, wenn wir voll tankt. Viel nacharbeiten müssen, glaube ich. Wir werden hier wieder ansetzen. Schauen wir mal, jetzt auch nicht klappt. So.
Ja, klar. Gut, jetzt flücht er. Wieder hin und her. Gut. Kühe wollen uns kümmern. Mal kurz schauen, was die Kühe alles haben wollen. Stroh, Wasser ist gut. Futter ist auch gut. Gras, die Nahrung ist auch gut. Wollen wir auch nicht drum kümmern. Brauchen nur einen freien Traktor. Das kann man ja mal schön noch im Dunkeln machen, ne? Für Futter habe ich jetzt für Wasser habe ich jetzt entsprechend ein unser blauer Hänger mit der kleinen versteckt im Dunkeln, wa? Kühe schlafen nicht. Bumm. Und der ist so groß. Oder hat den hinten reingestellt? Ist eher unwahrscheinlich. Ah, die vorne sind doch. Entschuldigung. Meine Ordnung. Ich muss mal wieder aufräumen hier. Milch verkaufen können wir auch noch. Stroh haben wir drin. Ohne Ladung. Stellen wir so fest, wir brauchen ein bisschen mehr Licht. So. Machen wir auch so viel Stroh da. Schön. Oh, Stroh, den Problem. Stroh hätten wir jetzt auch haben können, genug. Ach, wir haben ja noch was eingefüllt. Ah, stimmt ja. Jetzt ist im Stall wieder Licht an. Da regen wir es aus. So, ein Bauer ist da, Kühe aufstehen. So, gleich Wasser auffüllen. Da haben wir einen Wasserhahn jetzt hier. Aber nicht wundern, das ist da hinten das Rohr irgendwo. Da hinten läuft's. Das Rohr kriegt aber nicht weg. Ich konnte das Ding umsetzen hierher, aber. Siehst du, Wasser ist schon wieder fast voll. 93 Gesundheit. Ja, Mist, 145.000. Alter 2,4. 0,4, das ist bald. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein, mit Wasser zudrehen. Und seid mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao.
Mal sehen wir uns heute zur zweiten Folge wieder. Bis dann, ciao.